Ja, servus Leute, willkommen zu einem Spezialvideo. Ja, mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass sich Leute per YouTube entweder rechtfertigen oder Videos dazu machen. Ja, und ich mache natürlich auch so ein ähnliches Video natürlich, aber kein Rechtfertigungsvideo, sondern auch ein Aufklärungsvideo. Ich habe tatsächlich eine Polizeiinspektion bekommen. Mein Nachbar hat mir gesagt, ich war nicht da, deswegen habe ich den Brief erhalten vor einigen Wochen. Habe dazu auch momentan gar keine Stellung geben können, weil, liebes Polizeipräsidium, mein Rechner war im Arsch und ich habe ihn gerade zum Laufen gebracht. So gerade halbwegs. Herr Beck hat mir diesen Brief zugesteckt. Und ja, darauf möchte ich mich melden und deswegen haben sie diesen Link auf meinem YouTube-Channel erhalten und dieser wird natürlich, auch wenn ich nur 365 Abonnenten habe, keine Sorge, meine Abonnenten, 3 davon haben über 100.000 Mitglieder und der Typ, wenn er was Interessantes findet, also dieser Video, der verteilt das an weitere 100.000 Menschen. Vielleicht sind es nicht viele, die Aufsehen erregen, wie die Polizei in Nürnberg abgeht und wie Korruption in Deutschland mehr ist und wie Luzifer-mäßig Menschen sind. Aber nichtsdestotrotz, das Video schauen Sie sich jetzt mal zu Ende an, lieber Herr Beck. Und zu diesen Sachen, Vorwürfen, mache ich eine Stellungnahme. Also, der Titel heißt deswegen auch jüdischer Terrorist. Also, Sie schreiben, dass ich am 4.3.2020, übrigens allem lieber YouTuber, die sich dieses Video anschauen, auf der linken Seite haben Sie das Schreiben und können es einsehen. Und scheiß auf die DSGVO Artikel 6, denn ich bestimme meine Datenschutzgrundverordnung und ich habe alles abgehakt von A bis F. Alles ist öffentlich für die Allgemeinheit, für diese Welt. Gegen die Sith-Lords. Also, da habe ich eine E-Mail geschrieben an den Händen Herrn Britz Weber. In dieser E-Mail schreiben Sie, dass Sie ein Projekt für das Arbeitsamt vorbereiten und verweisen auf die Heilige Schrift. Ja, Herr Beck, das tue ich. Die Heilige Schrift ist für mich das Judentum. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein jüdischer Terrorist ist. Und das ist echt traurig, denn eigentlich sollte die deutsche Bevölkerung, ich bin ja kein Deutscher so richtig, ich bin so Pole, ne, also von daher, scheiß auf den deutschen Pass, den man bekommt, weil man, wenn der Vater deutsch ist, aber die Mutter Polin. Ja, eigentlich sollte die Deutschen, also Sie, Herr Beck, und all Ihre Kollegen und auch die deutsche Welt da draußen gelernt haben, dass geschichtlich gesehen hier über 6 Millionen Pole gelitten haben. Davon waren 3 Millionen katholisch, 3 Millionen Juden. Und Juden, gerade das jüdische Volk, hat nichts mit Terrorismus zu tun. Und man muss kein Jude sein, also das heißt, man muss kein, muss man das sagen, um das, damit Sie das auch verstehen und alle anderen hier, die Deutschen, das hier schon, man muss kein beschnittener Mensch sein oder sonstiges, um sich an das Judentum als Vorbild anzueignen. Ja, das muss man nicht sein. Für mich ist die Tora das Vorbild, der Talmud, die Tanach, falls Sie es nicht kennen, Bücherei in Nürnberg gibt es ja. Oder auch, sie können sich bei Amazon kaufen, etc. etc. Also, für mich ist das die jüdische Schrift das Vorbild. Und ich entnehme viel von der jüdischen Schrift. Und in der jüdischen Schrift steht einfach nicht reden, sondern Taten. Das wollte ich auch dem Herrn Bretz Weber sagen. Ich wollte ihm sagen, es macht keinen Sinn, wenn ich zu ihm komme und immer vorspreche, bla 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 und bla bla bla, weil das ist uneffektiv. Wer Star Trek Bomb of Enterprise kennt, der weiß, vulkanisches Volk sagt, Logik ist besser als Blabber. Das habe ich in dem Endeffekt damit gemeint, dass ich ja, wie Sie ja selten dieses Video sehen, können Sie auch die anderen Videos sehen, habe ich einen YouTube-Channel. Auf meinem YouTube-Channel dementsprechend gibt es selbstverständlich Videos, die mit Informationen gepflückt sind, die zeigen meine Fähigkeiten, was ich alles kann. Und das ist ansatzweise, was ich kann. Also ich kann noch viel, viel, viel mehr. Das sind einfach ein paar Videos, die ich da einfach da reingestellt habe auf meinen Kanal, um einfach zu sehen, ah okay, der Typ, der kann was, da müssen wir doch was machen davon, dass wir ihn vermitteln können. Das sind nur einige seiner Fähigkeiten, das heißt, das ist 1% von meinen 100%, was ich hier zeige. Ja, dann steht hier, aus diesem Kontext heraus gehen wir von einer Drohung gegen Herrn Bretz Weber sowie die Agentur für Arbeit aus. Wir nehmen diese Drohung sehr ernst. Ich habe keine Ahnung, sehr lieber Herr Beck, die Beamten, Sie oder sonstiges,
den Coronavirus geschnüpft haben, also schnüpfen, Sie verstehen, was ich meine, aber das Judentum hat nie was mit Terrorismus zu tun gehabt. Das sollten Sie am besten wissen, gerade durch die Opfer gedenken, wir an die Opfer im Jahre 45, viele Pole, aber vor allem auch Juden, die dran leiden mussten. Also das Judentum hat in der ganzen Geschichte nie was mit Terrorismus zu tun gehabt. Also da ist wirklich missverstanden. Und mein Plüschtier-Hippopotam hat sich einen Namen, der hält zufälligerweise für Sie auch die Tora in Zukunft. Damit, wenn ich über die Tora spreche und aus der Schrift lese, ist es immer die Tora gemeint. Die fünf Bücher Mose. Genau, also von daher ist es total verrückt. Das ist ja wie Xavier Naidus Beispiel, wie den Xavier Naidu vorwerfen, dass er ein Nationalsozialist ist, also ein Nazi, aber ist er schwarz. Also er kann kein Nazi sein, weil die Nazis, die hassten die Schwarzen. So. Und ich kann auch kein Nazi sein, weil Polackenschweine wurden immer schon in der Schule zusammengeschlagen. Das ist mir immer sehr oft passiert. Und das waren meistens keine AfDler und keine NPD, sondern die das gemacht haben, waren CSU, CDU, SPD, FDP und die Grünen. Ja, sowas. Also, deswegen die Drohung, das ist keine Drohung. Und bitte streichen Sie aus der Akte, sonst mache ich das nicht nur auf meinen Kanal public. Ich habe das nämlich schon mittlerweile ARD und ZDF zugeschickt, habe dementsprechend wohl das dem Anwalt zugeschickt. Ich mache das riesengroß public. Ich mach doch schon fertig, wenn es sein muss. Ich habe keine Angst vom Beamten, sonst von dem Scheiß, weil das, was Sie hier abziehen, und das sage ich in ernstem Ton, und dass es allgemein geht, das ist nicht mehr normal. Das ist Diskriminierung pur und das ist krank. Zum Schutz der beschädigten Agentur für Arbeit teile ich Ihnen hiermit einen Platzverweis für den Bereich für die Agentur Arbeit und dessen Direktumkreis bis zum 25.03.2020. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Da konnte ich mir wenigstens Zeit rausholen, gesund zu werden, denn ich war nicht nur beschäftigt, meinen Computer auf den Gang zu kriegen, sondern ich habe einen Grippenvirus gehabt. Vielleicht hatte ich Corona, ich weiß es nicht. Ich war für mehrere, vier Wochen kaputt, habe immer noch Durchfall und immer noch Beschwerden, aber ich bleibe meistens deswegen zu Hause, weil ich ist ja sowieso wegen Corona sollte man zu Hause bleiben. Nicht konkret ausgesprochene Drohungen können den Tatbestand der Bedrohung von § 241 StGB erfüllen, empfindliche Strafen nach sich ziehen. Also hier ist es auch ganz klar, ich habe keine Atombombe, Herr Beck, ich habe keine Ressourcen, keine Mittel, Sie sehen im Hintergrund keine Möbel, ich bin eine arme Sau. Ich könnte, also jetzt gehen wir vom vulkanischen Denken, ne? Ganz normal, falls Sie es kennen, wer Vulkane sind. Vulkanisch, ganz kurz dazu, sind logische Menschen, die mit der Zeit sich gesagt haben, wir gehen nach Logik. Also A, wie könnte ich die Leute vom Arbeitsamt bedrohen? Habe ich Ressourcen? Nein. Habe ich Geld? Nein, ich bin eine arme Sau. Kann ich mir eine Atombombe basteln? Nein. Okay, das rechnet. Letzter Grund, würde ich diese ganzen Vollosten, Heinis, wie man es nennen will, ich lasse mal das A-Punkt-Punkt-Wort weg, muss ja nicht sein, würde ich die ganzen Leute mit einer Atombombe, wenn ich selbst das hätte, würde ich es machen? Nein. Denn im Judentum, und ich gehe ja nach dem Judentum, also ich versuche mich nach den jüdischen Schriften so viel wie möglich zu halten, weil es nicht so einfach ist, da geht es nur um Frieden, Liebe, Frieden, Nächstenliebe, Frieden. Okay? Und ich bin auch so erzogen worden, meine Eltern haben mir immer beigebracht, Nächstenliebe, Nächstenliebe, Liebe, Liebe, Liebe. Man könnte jetzt sagen, dass irgendwann man keine Lust hat und deswegen zum Terroristen wird, glauben Sie mir, das, was ich verabscheue, das, was Sie auch verabscheuen sollten und für Gerechtigkeit sorgen, statt einen Unschuldigen eine Strafakte anzulegen, das ist Terrorismus und Sith Lords und Lucifer. Lucifer, die gibt es, auch die Menschen müssen gar nicht an Gott glauben. Lucifer bedeutet das Böse und das Böse gibt es in der Welt, das wissen Sie, es gibt Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger und sonstiges. Und da bin ich, liebe Kollegen, Kolleginnen, auf Ihre Seite und von daher kann das unmöglich Ihr Ernst sein, dass Sie mir so ein Schreiben zuschicken. Ja, ich habe es auf jeden Fall mal Blick gemacht. Ich weiß nicht, ob ARD, ZDF oder ATR, irgendjemand wird sich schon finden.
der sich dafür interessiert, für diesen banalen Vorfall, weil das ist natürlich einfach schämen. Schämen sollten sie sich nicht nur Sie, Herr Beck, sondern die ganz fast Deutschland oder zumindest fast alle Menschen, die diese Gedanken haben. Und wir wollen ja nicht auch verallgemeinern, ne? Wir sind ein bisschen besser. Der Pole, der kann differenzieren wenigstens, dass das dementsprechend irgendwann wann, das muss auf jeden Fall zurückgenommen werden. Ich werde da auch gar Widerspruch machen, aber natürlich auch schriftlichen Widerspruch. Ich werde natürlich meinen Anwalt das zeigen. Mein Anwalt dementsprechend ist, oder die Kanzlei ist Dr. Beckstein, mal ansprechen, wie die darauf, was man damals machen kann. Aber ich finde es halt echt doof. Und daher bin ich sie, das auch so zu verstehen. Ich hoffe, das war jetzt klar. Ich werde auch nicht weiter das Video machen, in die Länge ziehen oder so. Ich denke, alles ist gesagt. Falls dementsprechend was nicht gesagt ist oder irgendwas Sie wissen wollen, dann bitte nicht auf mich zukommen. Bitte einfach eine E-Mail anschreiben, weil ich einfach, ich kenne die ganzen Mechanismen der Polizei, habe ich lernen dürfen dank meines Cousins. Und daher ist es so, weil hier die Polizei sehr korrupt ist, möchten wir das klarstellen, welche Fragen offen sind an der E-Mail. Ich leite es weiter an die Kanzlei und die Kanzlei klärt mit Ihnen den Rest. Sollte es zu einer Aussprache kommen, machen wir das bitte offiziell vor allen Sendungen, damit es noch schön peinlicher für Sie wird, damit wir wissen, knallhart, right to your face, so und hier und nicht weiter geht's. Ja? Ich wurde schon von Kind auf geärgert, ich wurde schon von Kind auf Polackenschwein genannt, ich versteh's, ist gut, aber heute muss es nicht mehr sein, wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft und da sollten wir auch Diskriminierung weglassen. Zusätzlich schreiben Sie noch unten irgendeinen Quatsch mit, wir haben Kenntnis darüber lange, dass Sie sich momentan in einer schwierigen Lebenssituation befinden sollten. Sollten Sie Unterstützung benötigen, bla bla bla. Glauben Sie mir, ich war bei allen diesen Stellen. Die Stellen haben nur eines gemacht, sie haben mir den Mittelfinger gezeigt und mehr nicht. So, niemand wollte mir helfen und helfen, das heißt, ich brauche einen Job. Ne, wenn man Fischer, wenn man zum Schluss noch dieses Video, wenn Sie einen Fischer zwar einen Fisch geben, dann werden Sie ihn einen Tag satt machen, aber nicht mehr. Wenn Sie aber dem Fischer ein Netz geben und nicht nur ein Netz, ein Eimer und zusätzlich ein Boot und ihn ausbilden und zeigen, wie man fischen tut, dann haben Sie demjenigen geholfen. Weil dann geben Sie ihm Lebensunterhalt und einen Sinn fürs Leben. Dann kann er sich nämlich selbst versorgen. Und ich denke, da sind wir auch einer Meinung, auch wenn Sie jetzt nicht sofort alles zustimmen würden, ist ja ganz klar. Wir wollen ja nicht alles zugeben, wir sind ja Beamten, sind ja Götter, Besseres, unübernatürliche Wesen, also nicht natürliche Personen, alles klar. Aber bluten tun wir auch beide gleich, scheißen müssen wir gleich, pissen müssen wir gleich, von daher haben wir da nichts anders. Ne? Leider ist das so, das wird aus dem Augenschein gelassen und von daher ist mir da auch nicht geholfen. Ich wünschte, die Polizei wäre so wie in Kiel, die ich getroffen habe, freundlich, lustig, zurückhaltend und wirklich Jedis und keine Sith Lords. Aber hier in Bayern, leider, da vertraue ich erst, wenn ich in irgendwo eine Sendung reinkomme, wenn wir eine richtige Aussprache haben und wenn wir richtig, wenn ich 1 Million kriege oder einen Job, wo ich genug Geld verdienen kann, um meinen Lebensunterhalt zu leisten. Ja, ich könnte auch zum Beispiel eine Ausbildung bei der Polizei machen. Warum nicht, Herr Beck? Spricht ja nichts dagegen. Ich habe ja alle Voraussetzungen, das ganze Wissen, weiß, wie die Matrix funktioniert und die ganzen Polizei, die arbeiten sind. Ne, oder Praktikum wird ja aber nichts bringen, weil Praktikum wird mein Leben jetzt nicht besser machen. Ja, das war's vorerst.